Jan Schulte-Kellinghaus ist da, der Programmdirektor des RBB. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend, Frau Oswald. Wirklich eine furchtbare Stimmung, die wir heute alle in diesem Haus erleben. Wie sehr hat Patricia Schlesinger da mit dem RBB und vielleicht sogar dem gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschadet? Naja, es ist ein ganz düsterer Tag für den RBB und auch für das System ARD, weil es hinterfragt, wofür wir stehen. Und das ist Unabhängigkeit und Integrität und Berichterstattung auf Augenhöhe. Und die Dinge, die sich da als im Moment noch anscheinend aufgehäuft haben, ergeben ein anderes Bild. Und das ist ein Riesenproblem. Und Sie haben die Menschen auf der Straße gefragt. Ich habe heute eine Schalte gemacht mit fast 1000 Kolleginnen und Kollegen. Und mir ist eine Welle des Unverständnisses, der Wut und Empörung entgegengeschlagen. Und das nehme ich total ernst. Und da müssen wir jetzt für größtmögliche Transparenz und Aufklärung sorgen. Also ich war auch in dieser Schalte und im Vergleich zur Stimmung gegen Social Media ist das da wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist wirklich so, wir als Mitarbeitenden gehen auch nicht zimperlich mit Ihnen um, weil wir uns natürlich auch die Frage stellen, Sie als Programmdirektor sind ja auch Teil der Geschäftsleitung und Sie haben von all dem nichts mitbekommen? Sie stellen die Frage zu Recht, aber da muss man natürlich auch sehen, die Liste der Vorwürfe ist ja vielfältig. Und da gibt es ganz persönliche Vorwürfe, wo man sagen kann, die kann nur Patricia Schlesinger aufklären. Gibt es aber auch Dinge, wo man sagen kann, hätte euch das nicht auffallen können als Geschäftsleitung und ist bei der Beauftragung und beim Bau alles richtig gelaufen. Dafür ist jetzt eine Compliance Kanzlei unabhängig klärt die auf. Wir werden aber auch zugleich, das haben wir schon gemacht in der Chefredaktion, auch ein investigatives Faktensammler-Team einsetzen, weil wir es natürlich auch journalistisch aufarbeiten wollen. Aber es klingt immer alles irgendwie danach. Wir gründen einen Kreis und reden ganz lange drüber. Warum wird denn nicht jetzt einfach alles auf den Tisch gepackt? Sie sagen es ja immer, wir brauchen Transparenz. Wir versuchen ja auch eine Sendung hinzubekommen. Und es fällt uns nicht leicht, eine Berichterstattung hinzubekommen, weil diese Transparenz, die Sie uns versprechen, gibt es einfach nicht. Ja, aber die stellen wir jetzt her. Und die müssen wir jetzt schnell herstellen. Und das ist die Arbeit jetzt der nächsten Tage und Wochen. Ein Teil der Berichterstattung, da dreht sich es um die gezahlten Boni. Sie haben heute auch gesagt, in dieser Schalte, dass die auch schon eingeführt wurden unter der Vorgängerintendantin bei Dagmar Reim. Warum aber in diesen Zeiten, wo so viel auch gespart werden musste im Programm, uns wurde es auch immer wieder gesagt, es muss gekürzt werden, es wurden Sendungen eingestellt. Warum wurde dann dieses Boni-System nicht auf den Prüfstand gestellt? Ja, das kann man sich jetzt fragen. Der RBB fand, dass er damit in der ARD ein Vorreiter ist, weil man nicht Geld unabhängig von der Leistung auszahlt, sondern weil man für ein Jahr Ziele vereinbart mit den Führungskräften und sagt, erst wenn du diese Ziele erreichst, kriegst du dein ganzes Gehalt ausgezahlt. Das war die Idee dahinter, dass das jetzt in dem Anscheinszusammenhang ganz anders wahrgenommen wird, ist mir völlig klar. Für was wurden denn Boni ausgezahlt? Auch für das Erreichen von Einsparzielen, also in Kürzung von Personal? Für ganz unterschiedliche Dinge. Also die wurden dann vereinbart für, wie weit sind wir mit der Planung des Medienhauses oder wann nehmen wir das News Center in Betrieb oder wie sind die Reichweiten in Radio, Fernsehen und Online? Aber auch für Einsparziele, also ja, klar, auch für Personal? Auch für Budgetvorgaben und Erreichung von Budgetvorgaben. Wie geht's jetzt weiter im RBB? Also heute Nachmittag hat der Rundfunkrat getagt. Wir werden auch noch darüber berichten, inwieweit das Kontrollgremium da versagt hat. Aber muss es nicht noch mehr personelle Konsequenzen geben, auch in der Geschäftsleitung? Sie sind damals zum Beispiel auch mit Patricia Schlesinger gemeinsam an den Start gegangen. Wie können Sie da das Vertrauen herstellen? Im Moment geht es mir um mein persönliches Schicksal gar nicht. Das kann gut sein, dass das am Ende rauskommt, dass die Geschäftsleitung das nicht richtig gemacht hat und eine andere Geschäftsleitung her muss. Das kann gut sein. Im Moment geht es mir um Aufklärung. Um Aufklärung aller Vorwürfe und größtmögliche Transparenz. Die müssen wir jetzt herstellen. Jan Schulte-Kellinghaus, der Programmdirektor des RBB. Vielen Dank. Dankeschön.